Hallo ihr alle, Werkzeuge für ein siegreiches Leben, das ist das Thema, mit dem wir uns auf die Suche gemacht haben. Was wir bisher gefunden haben an Waffen der Kriegsführung, an Werkzeugen für ein siegreiches Leben ist Gerechtigkeit, Jesu Blut, Wahrheit und der Name Jesu. Wow, so powerful. Heute geht's weiter mit Apostelgeschichte 2. Ich lese hier, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten in fremden Sprachen. Jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Wow, der Heilige Geist ergibt sich selber. Die Christen von damals wurden mit ihm erfüllt und sie redeten. Das ist die Gabe der Zungenrede, von der ich heute spreche. Sie empfingen den Heiligen Geist, heißt es dann auch in Apostelgeschichte 10 und in Apostelgeschichte 19. Sie empfingen den Heiligen Geist, sie beteten in anderen Sprachen und redeten, was Gott ihnen eingab. Eine Vorbemerkung. Diese Gabe der Zungenrede ist eine wunderbare Gabe. Sie ist eine Gabe nicht an die Pfingstler und an die Charismatiker und wie sie sonst alle heißen, wobei ich manchmal oft gar nicht so sehr den Unterschied kenne, sondern diese Gabe der Geistestaufe und der Zungenrede ist eine Gabe für jeden einzelnen Gläubigen. Und ich hole mal aus, ich gehe mal zurück zu 1. Mose, zum Turmbau zu Babel. Wisst ihr, was damals das war, was die Menschen zusammenhielt und eine enorme Kraftquelle bei den Menschen war? So heißt es in 1. Mose 11, Vers 1. Damals sprachen die Menschen noch eine einzige Sprache, die allen gemeinsam war. Und aus dieser gemeinsamen Sprache heraus planten sie ein Großprojekt, einen Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht, zu bauen. Nämlich, warum? Dadurch werden wir überall berühmt. Wir werden nicht über die ganze Erde zerstreut, weil der Turm unser Mittelpunkt ist und uns zusammenhalten wird. Und dann kam Gott. Er sah sich dieses Bauwerk an und dann sagte er, sie sind ein einziges Volk mit einer einzigen gemeinsamen Sprache. Was sie gerade tun, ist erst der Anfang, denn durch ihren vereinten Willen wird ihnen von jetzt an jedes Vorhaben gelingen. Wir werden hinuntersteigen und ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr den anderen versteht. Mit der Zungensprache, die wir durch die Geistestaufe bekommen, stellt Gott wieder her. Es ist eine Umkehrung von Babel, eine Wiederherstellung der gemeinsamen Sprache. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder der Jünger, in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich? Riefen sie außer sich. Alle diese Leute sind doch aus Galiläa. Nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Es ist die Rückführung der Menschheit zu einem gemeinsamen Reden und Hören. Wow! Und es ist auch eine Rückführung der Zerstreuten wieder zu einem einzigen Volk. Auch hier eine Umkehrung von Babel, eine Wiederherstellung, wo sie damals auseinandergetrieben wurden. Und Jesaja prophezeit es viel früher schon. In einer Vision empfing Jesaja diese Botschaft für Juda, für Jerusalem. Am Ende der Zeit wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn steht, alle anderen Berge und Hügel weit überragen. Menschen, alle Nationen strömen dann herbei. Viele Völker ziehen los und rufen einander zu, kommt. Wir wollen auf den Berg des Herrn steigen, zum Tempel Gottes Israels. Dort wird er uns seinen Weg zeigen und wir werden lernen, so zu leben, wie er es will. Merken wir, wie Gott wieder zusammenführt. Seht mal, die Gabe der Zungenrede, das ist eine übernatürliche Fähigkeit, in einer himmlischen Sprache zu reden, die unser eigener Verstand nicht versteht. Empfangen wird diese Gabe aus Glauben und nicht aus dem Verstand. Durch den Heiligen Geist als direkte Folge der Geistestaufe. Und interessant ist es, dass in der Bibel die Geistestaufe immer
dann zur Folge hat, dass die Menschen in Zungen sprachen, ohne Ausnahme. Weil es ist eine kraftvolle Waffe, die Gott für jeden Gläubigen bereithält. Wow, wenn du in Sprachen betest, dann proklamierst du die Geheimnisse der himmlischen Welt, die Geheimnisse des Königreichs Gottes. Du sprichst göttliche Anordnungen gegen die Attacken des Feindes. Sie ermächtigt dich, das Wirken Jesu durch deinen Glauben und in deinem Leben zu vergrößern. Sie ermächtigt den Heiligen Geist, wenn du zum Beispiel nicht weißt, wie du beten sollst, durch das Zungengebet, durch dich zu beten, Fürbitte zu tun, gemäß dem Willen Gottes. Kennt ihr Zeiten, wo man sich so richtig ausgemergelt fühlt? Wo alles sich so schwer und so leer anfühlt? Selbst das Bibellesen, das Gebet, bis hin dazu, dass man auch sich nicht mehr so richtig connected und verbunden fühlt mit Jesus. Und auch Jesus kennt sowas. Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. So hat er gesprochen im Garten von Gethsemane. Manchmal ist der Druck auf unsere Seele und die Schwere so groß, so stark. Manchmal fühlt sich auch der dämonische Druck so stark an. Und das, obwohl du alles getan hast. Du bist mit deiner Seele, also mit deinem Willen, du bist mit deinem Denken in Übereinstimmung gekommen mit Gottes Wahrheit. Du hast das Blut Jesu neu für dich in Anspruch genommen. Und trotzdem fühlt sich alles so an, wie wenn du so in so einer Suppe rumschwimmst, ja? Oder wie wenn du in einer Wolke tappst. Man weiß nicht mehr, wie man beten soll und alles fühlt sich so irgendwie so durcheinander an. Und hier sagt Römer 8, Abvers 26, dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt der Geist Gottes für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unsere Herzen genau kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn der Geist vertritt uns im Gebet, so wie Gott es für alle möchte, die zu ihm gehören. Was für eine mächtige Waffe. Dieses Gebet in Zungen. Sieht man, in solchen Zeiten vertraue ich nicht unbedingt darauf, was ich aus dem Verstand heraus bete. Wie schnell kann da das eigentliche Ziel verfehlen? Aber wenn ich in Zungen Fürbitte tue, verbunden mit dem Heiligen Geist dadurch bin, dann wird der Heilige Geist die perfekte Fürbitte durch mich tun. Und das, obwohl ich vielleicht in dem Moment überhaupt keinerlei Gefühle von Sieg habe, ja, aber ich spüre in meinem Geist eine Gewissheit, dass ich da rauskomme, wenn ich weitermache, in Zungen zu beten. Manchmal ist es regelrecht ein Bestürmen all dessen, was sich oft nicht so genau definieren lässt, ja, in dem Wissen, dass mein Gebet den Feind attackiert und dabei ist, ja, mein Gebet ist dabei, seinen Angriff abzuwehren. Und das, ich wiederhole mich, obwohl du manchmal überhaupt keinerlei Gefühle dabei hast, manchmal fühlt es sich sogar anstrengend an, ja. Und oft ist es so, dass du in dem Moment dieses Kampfes auch nicht unbedingt eine Veränderung spürst, obwohl du in Zungen betest. Aber in diesem ganzen Geschehen, ja, ist durch dein Gebet Samen in deinen Sieg hineingesät. Und um das geht es. Der Plan des Feindes wird vereitelt. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass das Sprachengebet eine der stärksten Waffen überhaupt ist, was Gott uns gegeben hat. Doch wenn man manche Christen so in Sprachen beten hört, dann klingt es so, wie wenn sie aus ihrem riesen Waffenarsenal nur so ein kleines Taschenmesser zücken. Ja, ich bin davon überzeugt, wenn wir Christen anfangen, die Gabe des Heiligen Geistes intensiver einzusetzen, dann werden wir Durchbrüche in unserem Geist erleben. Viele Christen beten vor allem aus ihrem Verstand heraus und vielleicht ab und zu noch ein bisschen in Sprachen. So oft so als Lückenfüller. Ja, aber Sprachengebet ist solch eine kraftvolle Quelle. Ja,
dass wir Atmosphäre damit durchbrechen, dass wir damit Feinde zurückdrängen, dass wir damit uns selber auferbauen. Aber oft ist dieser Einsatz des Sprachengebetes eher so vergleichbar wie ein Fahren mit angezogener Handbremse. Oder wo dieses Gebet nicht durch die Decke unseres Verstandes hindurchkommt. Wenn du noch nie erlebt hast, dass das Sprachengebet wirklich in dir hervorbricht und zu einem schneller werdenden Fluss wird, ja, dann hast du bisher vielleicht dieses Sprachengebet auf eine verstandesmäßige, akzeptable Art und Weise lediglich reduziert und gebetet. Aber die Tiefe und die extreme Kraft dieses Gebets hast du vielleicht auch noch gar nicht entdeckt. Durchbrich diese Barrieren in deiner Persönlichkeit oder in deiner Kultur und bete so richtig kraftvoll in Sprachen. Du wirst staunen, welche Kraft dadurch auch wirklich freigesetzt wird. Schon viele, die zuerst wirklich Schwierigkeiten hatten, sich zu überwinden, sie staunten und spürten sofort den Unterschied dieses starken Gebetes. Leute, lass uns zugreifen hier. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, dieses Geistestaufe, dann halte dich ganz einfach an das Wort Gottes. Wenn schon wir, die wir böse sind, unseren Kindern gute Gaben zu geben wissen, wie viel mehr wird er uns seinen Geist geben, die wir ihn darum bitten. Dieses Gebet um die Geistestaufe ist in der Bibel immer erhört worden und auch immer sofort erhört worden. Aber es hat etwas mit deinem Glauben zu tun, mit einem zupackenden Glauben. Wenn du betest, Heiliger Geist, taufe mich, ist es gleichzeitig ein es im Glauben zuzugreifen und ja wirklich für dich zu nehmen. Es hat nichts mit dem Verstand zu tun. Du wirst es auch nicht verstehen mit dem Verstand. Und dass du dann auch anfängst, wie ein Baby lernt zu sprechen und erstmal mit einer Silbe anfängt, dass du dann lernst, im Glauben einen Mund aufzumachen und mit dieser einen Silbe anfängst, in Sprachen zu beten, la 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 la. Und dann wird es vielleicht noch mehr. La la bo, la la bo, la la bo. Ja, das tust du und nebenbei spürst du vielleicht die Zweifel, oh ja, das bin ja ich vielleicht nur und so. Aber sein Geist wohnt in deinem Geist. Und wie gesagt, du kannst es nicht mit deinem Verstand begreifen. Ja, du nimmst es im Glauben, dass das, wo du deinen Mund aufmachst, dass der Heilige Geist in dir und durch dich ist. Okay, und ich danke dir, Heilige Geist, dass du uns so beschenkt hast mit dir selber und mit dir auch deine Gaben. Und ich danke dir für die Gabe des Zungenredens, die so kraftvoll ist. Shia labora, sambora la labora, klingt dich mit ein. Shira la sambora, cola sambora la labora, shara sitio lambora. Siriba labora, sambola labora, shipora salla laboro. Shiriba labora, sibola lambora, sambala kida la shapora si. Shibola labora, sambola ko. Cola sirira la la labora, sanna bola siti ripora, shada labora si. Shibola satabora, siti tipora, sibola kandada. Mach einfach weiter, okay?